Ja, da wo wir die besten Nachweise tatsächlich für die Effektivität der Spiegeltherapie haben, das sind die Schlaganfallpatienten. Dort sagen wir auch, sind vor allen Dingen die Patienten, die distale, schwere oder moderate Paresen haben, gern auch in Kombination mit komplexen regionalen Schmerzsyndrom bzw. Schulter-Hand-Syndrom, mit sensorischen Störungen oder auch mit dem leichten bis moderaten Neglect. Das wäre so die erste große Patientengruppe. Die zweite große Patientengruppe sind Patienten mit einem komplexen regionalen Schmerzsyndrom, einem CRPS, vor allen Dingen vom Typ 1. Dort haben wir sehr gute Nachweise. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Patientengruppen, zum Beispiel Patienten mit Phantomschmerzen nach Extremitätenamputation, wobei die Effekte dort deutlich heterogener erscheinen und wir noch nicht ganz genau wissen, warum und bei wem vor allem die Spiegeltherapie jetzt besonders gut wirkt. Und mittlerweile gibt es auch einige kleinere Untersuchungen bei Patienten mit Schmerzsyndrom nach orthopädischen Erkrankungen oder auch nach chirurgischen Eingriffen. Das sind aber tatsächlich erst so anfängliche Untersuchungen, wo man einen gewissen positiven Effekt sieht, aber tatsächlich die Aussage noch nicht so ganz schlüssig getroffen werden kann. Bei vielen Schmerzsyndromen, vor allem den chronischen Schmerzsyndromen, und hier herauszuheben ist wahrscheinlich das komplexe regionale Schmerzsyndrom und auch die Phantomschmerzen, sehen wir im Verlauf eine Reihe von Veränderungen im peripheren und vor allen Dingen eben auch im zentralen Nervensystem. Das betrifft zum einen die sensorische Repräsentation der betroffenen Extremität im Gehirn, aber natürlich auch das Körperschema oder die Repräsentation des Körperschemas. Und hier gehen wir davon aus, dass die Spiegeltherapie durch diese Illusion einer gesunden, nicht schmerzhaften, sich bewegenden Extremität positiv auf diese Veränderung einwirkt, sodass sich diese sensorischen Repräsentationen und auch das Körperschema im Prinzip normalisieren und auf dem Weg dann auch dieser schmerzreduzierende Effekt auftritt. Also bei den Schlaganfallpatienten haben wir tatsächlich mittlerweile sehr umfangreiche Daten aus der internationalen Forschung und können da schon ganz klare Schlussfolgerungen treffen. Wir selbst haben in systematischen Übersichtsarbeiten sehr gut zeigen können, dass die Spiegeltherapie sich positiv auf die motorische Funktion auswirkt, vor allen Dingen der oberen Extremität. Zumindest gibt es dort die meisten Studien für die untere Extremität, aber vergleichsweise Effekte zeigt, nur eben mit etwas weniger Evidenz. Wir sehen außerdem bei den Patienten, dass die im Sinne einer Schmerzreduktion profitieren, wenn sie ein komplexes regionales Schmerzsyndrom, was wir langläufig als Schulter-Hand-Syndrom bezeichnen, haben, dann sehen wir dort ganz klare schmerzreduzierende Effekte. Wir sehen zusätzlich positive Effekte auf Aktivitäten des täglichen Lebens. Das hängt natürlich mit den motorischen Funktionen zusammen. Wenn also die motorische Funktion so gut gesteigert werden kann, dass sie dann einen positiven Effekt auf die Alltagshandlung haben, dann ist das ja schon ein sehr bedeutsamer Effekt und den konnten wir auch zeigen. Und was auch sehr interessant ist, dass wir bei Patienten mit einem leichten bis moderaten Neglect zeigen konnten, dass tatsächlich es auch zu einer Reduktion des visuellen Neglects kommt, wobei diese Daten noch etwas heterogen sind. Also hier sehen wir noch nicht so ganz klare, signifikante Effekte, aber schon sehr, sehr deutliche Hinweise und warten jetzt eigentlich darauf, dass die nächsten Untersuchungen zu dem Thema kommen, um die Aussagen auch besser noch treffen zu können. Ja, es gibt natürlich eine ganze Reihe Faktoren, die sich positiv auf das motorische Lernen auswirken. Also wir kennen so die Grundfaktoren, sowas wie eine möglichst hohe Intensität im Sinne einer hohen Wiederholungszahl oder eben Rückmeldung, Feedback, wie sollte das Feedback gestaltet werden. Wolf und Kollegen, die haben vor 6 Jahren eine interessante Theorie entwickelt. Aus einer ganzen Reihe von Forschungsdaten haben sie versucht, mal zu extrahieren, was sind so die wichtigsten Faktoren eigentlich, und haben im Prinzip 2 Faktoren gefunden. Das eine ist die Motivation, und die kann vor allen Dingen gesteigert werden, indem man Selbstwirksamkeit steigert, indem man die Erwartungshaltung steigert, also dass die Lernenden eine positive Erwartung auch an den Lerneffekt haben. Und dass man die Autonomie steigert, dass man also mit den Lernenden tatsächlich gemeinsam bestimmte Entscheidungen zum Lernumfeld
trifft und die Lernenden eben auch die Möglichkeit haben, dort selbstständig in dieser Entscheidung mit aktiv zu werden. Und der zweite große Faktor, das ist der Aufmerksamkeitsfokus. Also worauf konzentriere ich mich eigentlich beim Üben? Und hier ist es so, dass man sich in der Regel auf das Ziel der Bewegung konzentrieren sollte, ein sogenannter externer Aufgabenfokus, und nicht auf die Körperbewegung an sich oder auf das Bewegungsgefühl. Das wäre dann der interne Aufmerksamkeitsfokus. Ja, wie gesagt, ansonsten viele Wiederholungen und möglichst variables Wiederholen, positives Feedback und auch hier das Feedback eher so gestalten, dass man Ergebnisse benennt, nicht unbedingt die Bewegungsqualität oder die Bewegungsausführung in den Fokus rückt. Einen guten Ablauf von Übung und Pause, also den Patienten so lange belasten, bis er eigentlich tatsächlich an seiner Belastungsgrenze so langsam ist, und dann auch eine ausreichende Pause geben. Eine besondere Pause ist der Schlaf, dort sehen wir dann immer nochmal besondere positive Effekte aufs motorische Lernen. Das sind eigentlich so die Kernfaktoren. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von weichen Faktoren, die man beeinflussen kann.